Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Feed the Beast Ultimate Reloaded Folge 4. Ja, es geht ganz schwer oder ganz stark auf den ersten Livestream zu, nämlich am morgigen Abend um 18 Uhr auf Twitch. Alles dazu in der Videobeschreibung. Aber ich möchte vorher noch so die ein oder andere kleine Vorbereitung treffen, bevor wir in dem Stream dann unsere große, ja, ich sag mal, Farmtour machen, um erstmal ein paar Rohstoffe zu bekommen, dass wir so langsam halt in die Technik einsteigen können. Apropos Technik. Es gibt Technik, da brauchen wir kein Redstone, da brauchen wir kein Eisen, zumindest nicht zu Beginn. Und dementsprechend werden wir heute eine Kleinigkeit machen oder vorbereiten, die uns später das Leben auf jeden Fall noch ein bisschen erleichtert, nämlich in Bezug auf automatische Baumfarmen und so weiter. Und wir werden heute einen Coke-Ofen bauen. Im Prinzip super simpel, wir brauchen ein bisschen Clay, wir brauchen ein bisschen Sand. Und dann können wir uns die 26 Bricks, die wir brauchen, zusammenbauen. Und dann läuft das schon. So, ich werde mir aber vorher hier nochmal schnell einen Saphir, ja komm, einen Saphir mitnehmen. Und dann brauchen wir noch einen Stick. Und bauen noch eine weitere Schaufel, weil ich denke, die Steinschaufel wird das nicht mehr durchhalten. Und dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Suche. Sand ist kein Problem. Clay müssen wir suchen. Aber ich denke, auch das bekommen wir hin. Okay, auf geht's. Ich denke, den Sand nehmen wir gleich hier vorne mit. Da packen wir mal so zwei Stacks ein. Und genau, nebenbei kann ich so ein paar Dinge erstmal erwähnen. Und zwar, ich bin echt wahnsinnig positiv überrascht. Ich habe mir gerade mal die Statistiken von der ersten Folge FTB Ultimate angeschaut. Das sprengt einfach komplett den Rahmen. Ich habe nie damit gerechnet, dass Minecraft tatsächlich immer noch so hoch im Kurs ist. Also, ich bin da echt überrascht von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich meine, klar, mir macht es halt auch Spaß gerade wieder ohne Ende. Aber dass es trotzdem so einschlägt wie eine Bombe, das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da auf jeden Fall vielen Dank. Keine Ahnung, fürs Gucken der Videos einfach. Das ist echt ultra geil gerade. Und dann habe ich noch die ein oder andere Frage so aus den Kommentaren mal rausgesucht. Und zwar hatten ein paar Leute gefragt nach dem Map-Seed von dieser Karte. Der wird kommen, aber jetzt noch nicht, weil ich nämlich Spoiler-Alarm, sage ich mal, vermeiden möchte. Ich denke mal, dass wir ja morgen Abend im Stream so ein bisschen erkunden gehen. Und dann werden wir hier und da noch ein bisschen was bauen. Und ich schätze, dass wir so bei Folge 15 bis 20 dann den Map-Seed veröffentlichen. Vorher mache ich das nicht, um einfach diese Spoiler-Gefahr zu minimieren. Dass Leute quasi vor mir wissen, wo sich auf der Map irgendwas befindet. Ja, das ist nichts gegen euch, aber ich möchte das halt einfach selber erkunden. Deswegen wird der Map-Seed erst bis, ja, ich sag mal, Folge 15 bis 20 erscheinen. Und dann sollte das hinhauen. So, da haben wir gleich den zweiten Stack Sand auf jeden Fall schon mal voll. Dann können wir das zu den Akten legen. Und jetzt brauchen wir Clay. Und so viel Glück, wie wir haben, geht die Sonne gerade auf oder unter? Wahrscheinlich auf. Hoffen wir das mal. Ja, okay. Gut. Nee, die geht unter. Okay, warte mal. Dann gehen wir mal kurz pennen hier. Und dann werden wir uns um das Clay-Zeug kümmern. Ich glaube, da brauchen wir nicht ganz so viel von. Ich werde aber trotzdem mal gucken, dass wir so vielleicht, ja, zwei Stacks einpacken oder so. Und dann schauen wir mal. Gut. Ich denke, es wäre ganz intelligent, wenn wir hier vorne einfach an der Küste entlang gehen. Wobei hier an diesen steileren Küsten ist Clay, glaube ich, nicht so oft vorhanden. Wir haben hier auch keine große andere Wahl, sage ich jetzt mal, ne? Ja, ich hatte recht, aber mir ist gerade eingefallen, dass wir hier so einen Fluss haben. Und ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wir hier in der Region definitiv mehr Glück haben als hier an der Küste, weil die Küste scheint hier echt so ein bisschen Clay-befreit zu sein. Ja, hier in dem See ist da vielleicht was? Nee, auch nicht. Ist nicht so schlimm, aber wie gesagt, ich denke, dass wir beim Fluss bessere Chancen haben. Ja, ansonsten, ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich am Samstag oder für Samstag auch noch tatsächlich eine Folge mache. Oh, ach nee, das ist Sand. Hier ist Cl Nee, das sieht immer so aus wie in dem Shader. Denn, genau, Samstag ist ja um 18 Uhr Stream. So, und dann habe ich überlegt, man könnte, wenn ich es noch schaffe, das kann ich nicht versprechen, dass ich vielleicht eine Folge mache, die so um 15 Uhr rauskommt. Allerdings ist das kein Versprechen. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme und wenn nicht, dann lassen wir das halt. Müssen wir mal schauen. So, was haben wir hier vorne denn? Clay. Für meinen Geschmack zwar fast schon ein bisschen tief, aber ist okay. Kriegen wir hin. Ja, dann sacken wir den Kram hier ein auf jeden Fall. Und hier ist auch nochmal Clay. Und hier ist auch nochmal Clay. Und da genauso. Jawohl, sehr schön.
Hier ist wieder Dirt, da wäre noch Clay, warte. Genau, die beiden hier nehmen wir noch mit. Und dann schauen wir mal weiter hier. Ein einzelner Clayblock, das ist auch mal interessant. Naja, kann man machen, glaube ich, ne? Gut, ich gucke mal, ob ich hier noch was finde. Ja, so ein bisschen. Aber das sind immer nur so vereinzelte kleine Häufchen hier, die ich so finde. Mal so eine richtig große Clayfläche wäre halt geil. Aber egal, wir nehmen zur Not einfach das, was wir hier finden. Wir haben jetzt schon fast einen Stack voll, das ist schon mal ganz okay. Das heißt, wir haben in gewisser Weise Halbzeit. Also wie gesagt, ich glaube, wir brauchen nicht ganz zwei Stacks. Aber würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Prairie Stone ist das. Ach so, okay. Oh, hier. Moment. Der Stein, okay, dann nehmen wir hier... Oh Gott. Nehmen wir hier vorne den Quatsch noch mit. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Da vorne ist auch noch was, glaube ich, ne? Zwar auch wieder nur so ein Einzelner, aber das ist in Ordnung. Na, doch nicht. Und hier ist wieder Dirt. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir hier noch ein Stückchen weiter. Und sammeln uns den Rest nochmal schnell zusammen. Schnell, sagte er. Ja, okay. Ah, nee, warte mal, das geht dahinter ja sogar noch weiter. Ja, okay, dann gehen wir mal hier hoch. Mal eben was essen noch nebenbei. So. Das ist Sand hier vorne. Okay. Jo, ansonsten kann ich nebenbei noch erwähnen, es ist ja momentan so, dass die Minecraft 1.14 ja in gewisser Weise frisch rausgekommen ist. Und es gibt dafür oder dazu tatsächlich vom Spigot-Entwickler-Team, also von der Spigot-Server-Software, einen Development-Build. Da bin ich gerade dabei, mir das Ding anzugucken. Denn ich möchte ja irgendwann auch mal mit euch wieder was ein bisschen zusammenzocken und so weiter. Das ist zumindest der Plan. Und ich habe mir, wie gesagt, diese Minecraft-Server-Software mal angeschaut. Die läuft noch sehr instabil. Also damit würde ich erstmal keinen wirklichen Server oder so aufsetzen, sondern das ist wirklich nur reine Development-Version. Nichts für irgendwelche Produktivumgebung oder sonst irgendwas. Oh, da ist noch mehr. Sehr schön. Aber es geht so langsam voran. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall wieder einen Server geben, wo wir so ein bisschen gemeinsam zocken können. Oh, wir haben die beiden Stacks voll. Sehr schön. Also wo wir zusammen zocken können so ein bisschen. Das wird aber noch ein Weilchen dauern. Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, in welchem Umfang das Ganze laufen wird. Es wird auf jeden Fall kein hier Sub-Server oder kein Spender-Server oder irgendwas, sondern halt für alle offen. Da wird hier keiner bevorzugt oder benachteiligt. Das ist nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Also wenn, dann machen wir das für alle. Sofern natürlich die Hardware das mitmacht. Das müssen wir dann schauen. Natürlich wird es eine Slot-Begrenzung geben, das ist ganz klar. In welchem Rahmen, weiß ich noch nicht. Steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Ich habe viele Ideen für das ganze Ding. Aber ich weiß nicht, ob ich alles umsetzen kann und vor allem weiß ich nicht, wie lange das Ganze dauern wird. Also wir können uns darauf einstellen, dass sobald wir eine Release-Version von dieser Spigot-Server-Software haben, dass es ab da noch 2-3 Monate dauern wird, bis dieser Server irgendwann live gehen wird. Ja? Also ich brauche da schon ein bisschen Zeit für. Ganze Datenbanken einrichten. Server aufsetzen. Gut, Server aufsetzen ist nicht das Ding, da habe ich ja schon alles Mögliche vorbereitet, schon letztes Jahr tatsächlich, weil ich irgendwie wusste, dass ich sowas wieder mache. Ja, und dann hängt es auch so ein bisschen davon ab, wie schnell die Plugin-Entwickler das schaffen, den ganzen Kram abzudaten. Wobei ich schon gesehen habe, es gibt tatsächlich auch für die Development-Version schon die ersten Plugins. Also die sind da relativ fix hinterher, die meisten zumindest oder viele, aber eben nicht alle. Und so ein paar Dinge fehlen da ja natürlich auf jeden Fall noch. Ich denke, dass ich, wenn ich die 2-3 Monate habe zum Entwickeln, dass ich in der Zeit auch die Plugin-Entwickler mal auf ihren Hintern setzen und da noch die ganzen Geschichten dementsprechend updaten. Ich bin gespannt, ob das was wird. Lassen wir uns überraschen, glaube ich. So, Fakt ist auf jeden Fall, wir haben eine ordentliche Menge Clay, aber und wir schmeißen auf jeden Fall mal so einen Stack hier erstmal rein, glaube ich, weil das brauchen wir nämlich. Wir könnten auch noch weitere Öfen bauen, ehrlich gesagt. Habe ich noch Stein irgendwo rumfliegen? Bestimmt, oder? Ja, siehst du.
Wir werden später sowieso noch den ein oder anderen Ofen brauchen. Dementsprechend ist das gar nicht so verkehrt, was wir hier gerade machen. Reicht erstmal. Haben wir noch Kohle? Ja. So, dann füllen wir hier noch ein bisschen Krempel rein. Warte mal, hier machen wir 16. Da machen wir 16, da machen wir 16 und da machen wir 16. Ja, warte. Ein bisschen was behalten wir, weil wie gesagt, ich bin der Meinung, wir brauchen nicht alles. Aber wir können das hier noch ein bisschen aufteilen. Dann kommen da noch 15 rein, da noch 15 rein. Genau, sehr schön. Clay Rest. Packen wir mal hier in die Steinkiste mit rein. Angefangenen Sand, genauso. Und dann, während das Zeug hier durchheizt, können wir schon mal ein bisschen Holz organisieren gehen. Denn das brauchen wir gleich. Kriegen wir noch... Warte mal. Genau, 3 Peridot. Das ist ja nice. Dann machen wir noch schnell so eine Peridot-Axt. Genau, das Steinding verbrauchen wir natürlich erstmal. Halt, die Setzlinge. Die wollte ich, glaube ich, neulich schon mal wieder anpflanzen. 12 Stück haben wir, sehr schön. Dann machen wir uns hier so einen kleinen Wald hin irgendwo. Keine Ahnung, da wo gerade Platz ist. Die Rubber Trees bleiben stehen. Zombie-Geräusche sind mir gerade ziemlich egal. Ah, guck mal an, ich glaube hier oben drauf können wir die hinstellen. Macht hier nichts, wenn die ein bisschen dichter zusammenstehen. Das ist gar kein Problem. So. Ansonsten, wie gesagt, ich organisiere schnell ein bisschen Holz oder so. Ich sag mal, 1-2 Stacks haben. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon mit dem Durchgeschmelze da hinten soweit fertig. Was haben wir denn hier? Limewood, okay. Jetzt gibt es nicht nur Limestone, sondern auch Limewood. Oh Gott. Nein, Spaß beiseite. So, wie gesagt, ich farm ein Ründchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt knapp einen Stack ungefähr, 53 genau. Hier die ersten Bäume von unserer, ich nenne es jetzt mal Plantage, sind schon gewachsen. Das ist sehr praktisch. Und mir ist gerade zwischendrin noch was eingefallen. Und zwar haben wir hier noch Tiere stehen, ne? Ich meine, unser Weizen ist noch nicht so weit, aber das sollten wir nicht vergessen, die hier so ein bisschen zu vermehren. Denn ich habe gerade gesehen, wir haben noch einen Cooked Mutton, aber immerhin noch 6-mal Porkchop. Also da kommen wir mit hin. Aber wir sollten das nicht vergessen, hier die Tiere mal so ein bisschen... ja, zu füttern. Ansonsten machen wir jetzt den Stack Holz nochmal schnell voll. Ich habe jetzt mal überlegt, das wäre vielleicht schlauer gewesen, hier gleich einen Stack von denen hier komplett zu machen, anstatt gemischte. Und dann können wir den nämlich gesammelt in den Coke-Ofen reinschmeißen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was macht Jumel da überhaupt und was bringt uns das überhaupt? Ist halt ein Coke-Ofen. Relativ simpel. Und zwar möchte ich im Prinzip nach dem Stream am Samstag eine automatische Holzfarm bauen, und zwar mit Steve Cards. Das ist so der Plan. Und für diese Cards, oder für die Rails besser gesagt, warte mal kurz, brauchen wir, wo haben wir denn diese Dinger? Genau, da brauchen wir diese einzelnen Bauteile für diese Wooden Railbed zum Beispiel. Und für diese Wooden Ties brauchen wir Creosote Oil. Und das stellen wir in dem Coke-Ofen her. Natürlich ist es effektiver, wenn ich in den Coke-Ofen zum Beispiel Kohle reinschmeiße oder Kohleblöcke, weil wir dadurch viel mehr Creosote Oil bekommen. Aber ich habe gesehen, dass man in einem Coke-Ofen aus diesen Holzblöcken, ach, wir sind fertig, sehr schön, Charcoal herstellen kann. Und da unsere erste Energie, also richtige Energieversorgung später, auf Kohle basieren wird, wäre das doch so diese Geschichte von wegen, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Und genau das machen wir auch. Gut, das heißt, wir gehen hier mal eben schnell wieder zurück. Wir haben jetzt unsere Holzgeschichten fertig. Eventuell, wenn wir Glück haben, es ist auch schon genügend Clay durchgelaufen. Werden wir sehen. Ja, und wenn, können wir uns auf jeden Fall diesen Coke-Ofen schon mal zusammenbauen. Jo, an sich, also ich muss gestehen, ich habe mega Bock auf den Stream morgen, ne? Also beim besten Willen, ich habe richtig Bock. Ich habe zwar immer Bock auf Stream, aber so viel Bock hatte ich noch lange nicht mehr. Alter Falter. So, hier sind 16 drinne, da sind 16 drinne, da sind 16 drinne, da sind 15 drinne, da sind ein paar drinne. Achso, da war ich gerade. Und hier sind ein paar drinne. Gut. Dann machen wir das Ganze nochmal. Also, Coke. Da haben wir es schon. Warte mal, wir brauchen 26, ne? Ich teste das mal eben. Ich meine, wir brauchen 26. Wo stellen wir das Ding hin? Ich würde sagen, wir parken das auch erstmal hier unten. Dazu machen wir hier schnell noch ein bisschen Platz in der Wand. Das sollte passen. Ist halt eine 3x3x3 Struktur. Das heißt, ich gehe noch einen Block rein. Oh, ja moin. Egal, das ist gleich wieder zu.
Bei diesem Coke-Ofen ist es übrigens wichtig, nicht so wie bei dem von Immersive Engineering, dass die Mitte frei bleibt. Ja, genau, 26. Habe ich es doch gewusst. Wo ist denn... Ja, wir haben noch genug dabei, oder nicht? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, egal. Zack, und da haben wir unseren Coke-Ofen fertig. Sehr schön. Da können wir jetzt das Holz reinschmeißen. Ich mache mal gleich einen Stack. Das dauert jetzt natürlich relativ lange. Aber ich sag mal so, wir haben morgen Abend den gesamten Stream, wo das hier durchlaufen kann. Eventuell können wir da nochmal nachheizen. Ja, und dann kriegen wir hier eine Charcoal raus, was wir dann zu Energie umarbeiten können. So die ersten Schritte mit Industrial Craft oder Thermal Expansion, je nachdem. Und wir kriegen hier gleichzeitig ein bisschen Creosote Oil raus. Wie gesagt, es ist nicht viel bei dem Holz, ganz klar. Kohle ist hier weitaus effektiver. Aber im Verhältnis her passt es, weil aus einer Kohle kriegen wir 500 Millibuckets raus. Und aus einem... ja, Forest kriegen wir halt dieses Charcoal und Creosote Oil 250 raus. Also das ist schon okay. Kann man so machen. Ja, und das lassen wir, wie gesagt, durchlaufen. Zeit haben wir. Wir könnten das Ganze auch noch mit Hoppern irgendwie automatisieren oder so. Aber ganz ehrlich, das brauchen wir noch gar nicht. Wir arbeiten momentan auf so einem Niveau oder mit solchen Mengen, dass wir das alles wunderbar noch manuell machen können. Gut, hätten wir den Coke-Ofen soweit fertig. Und das heißt, wir kümmern uns nochmal eben ganz kurz um die Tiere. Warte mal, wir haben nochmal eben... Genau, Seeds sind da, da brauchen wir gar nicht so viele. Eigentlich nur zwei Stück. Und wir brauchen auch nur zweimal Wheat. Nee, wir brauchen viermal Wheat. Aber da finden wir bestimmt doch mal einen auf dem Feld. Mal gucken. Ja, und wie gesagt, ich denke, dass wir dann morgen Abend im Stream so ein bisschen erkunden gehen. Vielleicht finden wir ein Dorf für die Karotten, dass wir hier noch Schweine einsperren können. Und dann ist natürlich im sehr großen Schwerpunkt... Achso, Erzgefarme. Ich habe die Seeds in der Hand. Lol. Ja, moin, hier kannst du haben. Machen wir erstmal die Kühe. Dann haben die auf jeden Fall ihren Spaß. Genau, wie gesagt, mit dem Weizen. Da wurde noch ein bisschen hier. Ist aber kein Problem. Gut. Dann snacken wir uns hier noch einmal Sugarcane weg. Das Zeug hauen wir uns auch rein. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir werden die Tierzucht, ich sag mal, moderat halten. Also wir machen schon das, was wir halt brauchen, aber mehr nicht. Ich will das nicht zu sehr übertreiben hier. Warte mal, den hier nehmen wir mal mit. Ich hatte doch auch nochmal irgendwo, oder waren das die drei da? Nee, genau, stimmt, die drei hatte ich angepflanzt, ja. Das werden wir mal ein wenig vermehren. Und wir werden auch mal den Rest aus der Kiste unten holen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das überhaupt da reingeschmissen habe, weil das macht eigentlich viel mehr Sinn, den Quatsch draußen anzupflanzen. Irgendwann werden wir auch spezielle Farmen bauen und so weiter. Wie gesagt, die Geschichte mit der Steve Cards Farm, die habe ich ja schon gespoilert, sage ich jetzt mal. Aber das ist nur eine von vielen, die wir bauen werden. Daher geht das, glaube ich. Okay. Haben wir das. Also, Fakt ist, wir haben einen Coke-Ofen gebaut. Wir stellen Creosote Oil her. Wir können uns daraus dann nachher die Schienen zusammenbauen. Und wir kriegen hier gleichzeitig Holzkohle raus, damit wir unsere zukünftigen... IC2 oder Thermal Expansion Generatoren einigermaßen betreiben können. Und ja, das soll es im Prinzip für heute schon gewesen sein. Ich bin ziemlich blau. Also, ich meine die Rüstung, ne? Und so. Aber das ist voll okay. Ja, wie gesagt, mit Samstag Folge und so weiter überlege ich mir noch mal. Vielleicht fällt mir spontan was ein, nur das Problem ist, wir müssen jetzt langsam farmen gehen, weil so in dem Punkt kann ich echt nur langweiligen Quatsch machen. Ich meine, ich überlege mal was, ob ich da noch was hinbekomme. Falls wir dann morgen keine Folge haben um 15 oder 16 Uhr, dann werden wir um 18 Uhr ganz normal auf Twitch streamen, wie angesagt. Und dann passt das, glaube ich. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht mega Bock, wieder Minecraft aufzunehmen. Und ich sehe es auch an eurer Resonanz, was die Likes des Videos angeht und was die Aufrufe angeht. Ich glaube, wir sind da auf derselben Wellenlänge. So machen wir weiter. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns entweder im Stream oder in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.